Das Helvetia Art Foyer gibt es nun seit bald rund 3 Jahren. Wir zeigen hier 3 bis 4 Ausstellungen jährlich. Die Ausstellungen sind ein Teil des Kunstengagements. Helvetia hat ja eine bedeutende Sammlung Schweizer Kunst und aus diesem reichhaltigen Fundus schöpfen wir, wenn wir Ausstellungen zeigen zu einem bestimmten Thema. Aber wir laden auch gerne immer wieder Künstler ein, Künstler, die auch in der Sammlung vertreten sind, Künstler, deren Entwicklung wir mit Interesse mitverfolgen. Und so jetzt im aktuellen Fall Huber Huber. Wir kennen die beiden Kuratoren schon seit längerer Zeit und darum hat es uns sehr gefreut, als die Anfrage kam. Und wir konnten wirklich sehr, sehr frei die Ausstellung konzipieren und kuratieren oder mitkuratieren. Und darum war es für uns sehr schön, hier ausstellen zu können. Es sind hier verschiedene Materialien, die vorkommen. Es sind Spiegel, es sind Glasoberflächen. Aber eigentlich erzählen all diese Objekte, die sehr seck aussehen, erzählen immer Geschichten. Und uns interessiert eigentlich das Geschichtenerzählen. Wir haben Werke ausgewählt, die zu diesem Haus passen. Es ist eine Versicherung und die Werke spielen mit Hoffnung, mit Ängste, aber auch mit Schutz. Und das war für uns wichtig, dass Ganze einen Zusammen- oder eine Klammer gibt und zusammenpasst. Es ist eigentlich eine Übersichtsshow. Wir haben 3 Werke speziell für diesen Anlass gemacht, und zwar sehr große räumliche Werke und dann die kombiniert mit älteren Werken, die zu diesem Thema passen. Das Schöne ist ja, dass man die Geschichten in der Kunst selber erfinden kann oder sich inspirieren lassen kann durch diese Werke. Und wir geben einen Hinweis mit den Titeln, also zum Beispiel der Schmetterling, der unter der Spiegelsäule eingeklemmt ist, heißt Goodbye Blue Sky und ist ein Zitat von Pink Floyd. Und wer diesen Song kennt, der weiß eigentlich, wo wir hinzielen. Die Arbeiten, die wir hier zeigen, sind 2 Werkgruppen, die verschiedene Themen aufnehmen. Das eine ist der Schutz von dem Sonnenlicht in dem geparkten Auto. Das sind Sonnenmatten. Das ist ein bisschen verwirrend, weil man das nicht auf den ersten Blick sieht, was auf der Foto ist. Das sieht sehr abstrakt aus. Die Ausstellung ist nicht nur für die Mitarbeiter bestimmt, sie ist auch öffentlich. Sie dauert noch bis zur Basler Museumsnacht, 19. Januar 2018. Und für die Öffentlichkeit zugänglich jeden Donnerstag zwischen 4 und 8 Uhr.